Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 24.06.2020. Und ich glaube, unser DAX hat heute ihren Schlussstrich gezogen, einen Schlussstrich für die Range, die wir die letzte Woche, oder sagen wir mal seit letzter Woche Dienstag hatten, die uns insbesondere ja in der Verfallswoche geärgert hat. Ist ja einfach so, im Seitwärts verlieren die meisten immer eher, das fällt mehr Leuten schwer. Also wenn es zu schnell in die eine oder andere Richtung geht, das ist für andere wiederum immer, es ist immer so ein bisschen, es ist immer ein guter Wechsel. Manche kriegen es auch hin, in beiden Phasen zu verlieren, indem sie einfach im Trend versuchen, Seitwärtsmuster zu handeln, also gegen den Trend dann auch handeln, ne? Versuchen, was weiß ich, mit RSI, Stochastik, was man nicht alles an Indikatoren finden kann, dann gegen die Bewegung zu handeln, dann sagen sie sich auch, nee, das hat nicht geklappt, dann probiere ich halt hier aufpyramidisieren und sowas, dann kommt halt hier so eine Seitwärtsstrecke, dann kriegen sie auch auf die Nase, dann sagen sie sich irgendwann, nee, komm, jetzt handle ich doch wieder nach Stochastik, RSI, das hätte die letzten Tage immer ganz gut geklappt, dann kommt wieder eine Trendphase. Das sind halt immer so Phasen, das wechselt sich immer wieder ab. Haben wir ja letzte Woche auch gesagt, dass wir jetzt eine ganze Woche eine komplette Seitwärtswoche hatten und haben ja auch quasi im Video für den Montag schon gesagt gehabt, dass wir jetzt davon ausgehen dürfen, hier wieder etwas mehr Trendbewegung zu sehen. So, wenn wir jetzt mal gucken, was wir hier für unseren DAX bestimmt hatten, war das doch eine eher gute Chance nach oben raus, die wir ihm attestiert hatten. Hatten gesagt, wenn er sich hier oberhalb, ich weiß gar nicht, wo haben wir gesagt, weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, oberhalb von 3,30 oder so sollte man sich eher nach oben orientieren. Oberhalb von 4,35 dann sogar mit Kaufsignal. Eben bis in die Zone um 5,60 hier oben rum rein. Gap sollte schließen, 5,60 erreichen. Von dort dann nochmal ein bisschen einen kleinen Pullback machen. Rücklauf auf die 4,50. Ja, was soll man da sagen? Das ist alles auf Kurs, hat ein bisschen hier und da überreizt. Selbst wer sich an den Satz von gestern noch erinnert oder an vorgestern, wo wir gesagt haben, ja, wenn der DAX über 300 schließt, na, dann einfach blind Long reinknallen am nächsten Tag. Selbst das wäre jetzt, so dämlich es auch klingt, aber selbst damit wäre man hier gar nicht mal so schlecht gefahren. Gut, okay. Also, das war soweit unsere Erwartung. Wenn wir das jetzt mal schauen und den Pfeil einfach mal ein Stückchen nach links sehen, dann sehen Sie, der ist da relativ gut auf Kurs. Das sieht ganz gut aus, in beide Richtungen. Weil, wenn unser DAX das hier nicht schafft, unser DAX das hier nicht schafft und sich hier nach unten raus einen kleinen Spaß gönnt, wird das lustig, Freunde, weil dann haben wir nämlich einen Fehlausbruch oben stehen und dann knallt es hier richtig auf der Unterseite und gerade so zum Mittwoch darf man da schon ein bisschen mehr einplanen. Also, die sind halt immer so nachgiebige Tage halt, ne? Mittwoch, der ist nicht unbedingt für Umkehrformation bekannt, aber Mittwoch kann halt schon drücken, einfach aufs Gemüt, ne? Indem man einfach nur läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und nicht wieder aufhört halt, ne? So, und oft gibt der Dienstag ihm den Takt dafür vor. Das kann jetzt nach oben rausgehen. Es kann ein richtiger Trendtag Richtung 12.800, 12.885 werden, ganz wie wir das hier geschrieben haben. Kann aber auch unten ein bisschen knatschen. So, und deswegen auch Schlussstrich mit Range, denn wenn der jetzt hier wieder in die Range zurückfällt, und Freunde, ich glaube nicht so richtig, dass ihm das gut tun wird. Weil er ist auch nicht so weit rausgekommen, dass man sagen kann, boah, jetzt aber hier, oh, Schwung holen und oben raus, ne? Das ist eher mehr so ein, naja, DAX, was war das? Und wenn die größeren Marktteilnehmer dastehen und sagen, DAX, naja, was war das? Kann es schon passieren, dass die dem das als Schwäche auslegen, die großen Jungs, und dann das Geld eher rausziehen. Und das könnte sich dann schon darin äußern, dass unser DAX ordentlich in die Knie tritt. Und zwar schon, ich würde mal so sagen, bis ihr locker nochmal an die 1,30 ran halt, ne? Dann vielleicht nochmal einen schwachen Pullback auf 2,70 und Abfahrt. Dann geht das Ding kaputt. Ja, also einen Fehlausbruch springt der DAX immer aggressiv drauf an. Also was heißt aggressiv? Das ist halt irgendwie so ein Gestörter, ne? Wenn er einen Fehlausbruch auf der einen Seite macht, rennt er oft bis zur anderen Seite durch und versucht dort dann einen Ausbruch. Der klappt meist auch nicht, aber hinten raus dann, ne? Also der reißt dann unten einmal den Ausbruch an, läuft dann kurz zurück und probiert es dann später nochmal. Also würde das gut passen. Deswegen, so Bereich 370, 360, ich sag mal so, das ist jetzt so ein bisschen wie Pufferzone. An sich ist für mich das Unterbieten der 400
4,35 hier schon ein Startzeichen eigentlich dafür, dass da was nicht ganz im Busch ist. So, also wenn der unterhalb 400 abtaucht zum, was haben wir hier, Mittwoch, sollte man schon ein bisschen skeptischer werden und unseren Kollegen mal Raum bis 360 geben und sich den dort ganz genau angucken. Macht er dort eine schnelle Umkehr rein, puncht wieder nach oben weg, kann er gut und gerne das als Übertreibung nehmen und dann hier raus in die obere Route gehen. Aber wenn er drunter durchfällt und dann auch hier unten weiterschiebt und weiter rote Kerzen, dann wird mit jeder roten Kerze das eigentlich nicht besser. Na? Und wie gesagt, dann kannst du ihn schnell tiefer stellen. Und ich gehe dann auch davon aus, dass wir dann hier sogar noch ein tieferes Tief kriegen als das. Na, einmal hier unten dran. Puh, lass uns das eine 12.120 werden. Lass uns das vielleicht sogar den Gap Close werden. 12.100, 12.080 und hoch. Machen wir vielleicht mal so. Also von daher, ich würde aufpassen. Aber, ja, bevor jetzt schon wieder alle zu geil wären hier und schon wieder Dollarzeichen in den Augen haben und massiv Short wollen, na, wie ich das in den letzten Wochen immer wieder zugetragen bekommen habe. Wir sind noch auf der Route. Ja, also er muss halt auch erstmal darunter fallen. Fällt er nicht, bleibt er hier stehen oder kommt sogar mit Aufwärtscap rein, dann sich nicht irgendwas Falsches zurechtreden, weil dann ist er auf der oberen Route. Na, und das heißt im Zweifel oben raus. Oben raus bis 12.65, oben raus bis 12.600 und über 12.600 kann er nochmal richtig schön anfangen zu schieben. 12.690, 12.800, 12.880, 12.995, 12.925. Na, also noch nicht zu früh verurteilen. Ja, hören Sie sich erst an, was er zu sagen hat. Lassen Sie die Zeugen sprechen hier und fällen Sie dann erst die Urteile. Im Zweifel jetzt für den Angeklagten nach oben, ganz klar. Ja, also gucken Sie sich die Pfeile an, wie wir sie gemalt haben. Also ich meine, was soll ich Ihnen dazu sagen? Ne? Also das ist das Setup, was man gemacht hat. Das ist das bullige Setup, was da angelaufen ist. Wenn er das hält, wenn er es verteidigt bekommt, Chance oben raus. Definitiv da, ohne Frage. Definitiv. Da können Sie auch alles vergessen, was ich unten erzählt habe. Wenn der nicht nach unten rennt, wenn der oben läuft, wenn der grüne Kerzen zeigt, stark ist, dann kann er das durchaus anspielen. Durchaus. Die Chance ist da. Wenn nicht, und da wirklich wenn, deswegen sagen wir, betonen wir das immer, und das ist halt auch Chartanalyse, wir gucken in beide Richtungen, dann Pufferzone einplanen, aber auch schon im Hinterkopf behalten, ganz koscher wäre es nicht, ne, weil das wäre die bullische Variante, das wäre dann schon wieder merkwürdig, geht er tiefer hier, ne, aber ich würde dann denken, 370, 360 ist dann nochmal so ein kleiner Knackpunkt und ballert er von dort wieder gesund nach oben raus. Kann er sich gut und gerne in die Bewegung reinhechten wieder. Geht er drunter, Abfahrt. Okay? Damit haben wir das im Kasten. Dann gucken wir noch einen Tagesschart und sehen hier, verweigert er uns den Long-Trigger, verweigert den Tagesschluss über den letzten Hochs. Auch komisch. Auch komisch. Aber, ja, es ist komisch. Aber ich sag mal, das sind grüne Tageskerzen. Würde sich jetzt auch keinen abbrechen, noch eine daneben zu stellen, eine grüne. Und dann ist er auch über dem Trigger drauf. Ja, also, aber das ist schon, das sieht schon ein bisschen merkwürdig jetzt hier aus, dass der Tagesschluss so verkrebelt wurde. Unwertbar. Also, stand hier, kann nicht mal sagen, was wäre, wenn er jetzt eine rote Tageskerze daneben stellt? Ja, wie ein Juckt's halt, ne? Wäre wieder in der Range drin. Also das ist ein bisschen Brei. Wenn er jetzt aber noch eine grünere Tageskerze bringt, die über dem Tagesschluss der Dienstagskerze schließt, auch ein Long-Signal. Ne? Ein eindeutiges Long-Signal dann. Nicht zwingend um blind, na doch, eigentlich schon. Wenn er jetzt eine grüne Kerze daneben stellt, die wieder grün ist und vielleicht hier so im Bereich hier schließt, dann hier oben ist Ziel halt dann. Ne? Also 9,25 wäre dann oben das Ziel. Muss man so sagen. Ja, was anderes? Nee. So, und unten raus? Ja. Verkaufssignal wäre Tagesschluss unter 12,150. Ja, aber solange das nicht ist, müssen wir hier mal kurz weggucken. Das ist zu blöd jetzt hier. Das passt nicht. Das sieht nicht schön aus. Das ist keine Basis, wo ich jetzt sagen würde, okay, auf Tagesschartbasis können wir jetzt hier einen Trade starten.
Sieht eher nach oben aus, aber dieser Tagesschluss. Ja, hätten ja auch höher stellen können. Ja, warum sich so tief ziehen? Warum sich so tief ziehen, wenn so viele Käufer da sind? Also, das sieht ein bisschen komisch aus, aber richtig was draus schlau wären wir damit nicht. Wären wir erst, wenn er per Tagesschluss unter die 200 Tage fällt. Tagesschluss unter die 200-Tag-Linie. Das wär ein neues Signal. Oder hier eben jetzt nochmal drüber, grüne Kerze dahinter wäre auch Kaufsignal. Und ja, mehr kann ich jetzt hier erstmal nicht rauslesen. Würde den deswegen auch ein bisschen zurückschieben. Ich glaube, wir haben im Zeichen haben viel bessere Basis. Das ist viel schöner, viel griffiger. Können wir hier mit schön arbeiten und den Tagesschlaf einfach mal rauslassen. Der Tagesschlaf verhindert uns auch die Signale nicht, die wir hier haben. Ne? Also er steht jetzt nicht entgegen, dass mich sagen würde, okay, jetzt müssen wir aber aufpassen auf Stundenebene, weil der Tagesschlaf das nicht bestätigt. Nee, der lässt eigentlich alle Räume offen, der Tagesschlaf, so wie er da gerade steht. Wirklich, er lässt alle Tage offen. Von daher kann der DAX hier einfach die Hosen runterlassen zum Mittwoch und mal zeigen, wie lange er ist halt. Ne? Soll er mal auf den Tisch packen, das Ding. Und dann gucken wir uns das an und das werden wir relativ früh auch gleich sehen und dann können wir ihn auslachen und wegverkaufen oder mit dem Kopf nicken und sagen, gut, dann lauf mal vorne weg, wir laufen dir hinterher. Ne, also, ja. Die Karten liegen auf dem Tisch, er muss es machen. Wir gucken mal, ich lege mich nicht fest, ich würde aber trotzdem sagen, Tendenz ist eher aufwärts, so auf der Basis, die wir haben. Das setzt voraus, dass wir nicht markant tiefer reinstarten. Also, es sollte nicht unbedingt unter 400 reinstarten. Dann hat das so 450, 435 wäre jetzt kein Problem. Alles, was drüber geht, sogar positiv. Und kommen grüne Kerzen, auch positiv, Tendenz aufwärts und so weiter und so fort. Ne? Man muss unten ein bisschen. Es riecht komisch. Riecht komisch. Gucken wir uns an. Gut, aber das habe ich Ihnen jetzt schon ausführlich erklärt. Ich würde mich jetzt nur unzählige Male noch wiederholen, um Ihnen wirklich klar zu machen, wie wichtig mir das ist. Ja, die wichtigen Sachen wiederhole ich ja oft. Das ist nicht das, was mir nicht wichtig ist, was ich Ihnen wiederhole, sondern ich versuche Ihnen das wie so ein, wie nennt man das? Nicht Metronom. Ach komm, wie heißen diese Dinger? Ah, ich komme nicht drauf. Egal, wir machen jetzt hier zu. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg, gutes Gelingen und bis morgen. Tschö.